Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir haben uns gedacht, wir testen mal, wie sich so die Steine von Hukain gegen den Tabak von Hukain schlagen und wollen da auch gleich so ein bisschen einen Vergleich ziehen, was wir besser finden und warum. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Vergleich. So, wir haben jetzt beide Köpfe an. Wir blenden euch aber zuerst mal noch ein, wie wir die beiden Köpfe gebaut haben, wo da so die Unterschiede sind, welche Köpfe und Setups wir überhaupt gewählt haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann kommen wir als erstes mal zum Kopfbau von dem Ganzen. In diesem Kopf, weil er ein kleines bisschen tiefer ist, der Hukajohn und Somo 80 Feet. Da kommen die Steine rein, einfach weil wir bei den Steinen noch ein kleines bisschen Abstand haben wollen. Und hier in den roten, in den 80 Feet 80, auch von Somo und Hukajohn, da kommt der Tabak rein. Bei den Steinen würde ich mir das jetzt relativ einfach machen. Ich würde sagen, ich versuche da einfach mal so ein paar rundrum reinzuschütteln. Ich verteile die so ein bisschen mit der Hand, so ungefähr auf Pfannelochhöhe würde ich sagen. Ja, die, die rausfallen, sammeln wir dann gleich noch ein. So würde ich das Ganze hier machen. Relativ komisch, mal wieder so einen Kopf mit Stein zu bauen, muss ich schon sagen. So, die zwei, die hier rausgefallen ist, die packen wir noch hier hin. Und so würde ich das ehrlich gesagt schon lassen für die Steine. Alufolie gleich noch drüber, dann ordentlich Hitze drauf und dann passt das. Die Steine habe ich übrigens vorher geschüttelt, damit sich die Molasse schön verteilen kann. So sieht das Ganze jetzt aus. Das wäre dann der Kopf mit den Steinen. Packe ich schon mal beiseite und dann bauen wir noch den Kopf mit dem Tabak. Da nehme ich mir jetzt einfach immer so eine Gabel. Damit es fair bleibt, werde ich jetzt kein krasses Overpack machen. Ich werde das so ungefähr bündig mit dem Funnelloch bauen. Ansonsten wäre das, glaube ich, relativ unfair, weil Tabak im Overpack und Steine im Abstand, weiß ich nicht, ob das so fair wäre. Und außerdem wollen wir ja auch zweimal den Geschmack im Abstand-Setup sozusagen testen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man Steine auch Overpack rauchen könnte. Also wie sich das verhält, wenn man da dann zu viel in den Kopf macht und dann die Alufolie direkt da drauf spannt. So, das sollte reichen von der Menge. Ich gehe nochmal rundherum und drücke das so ein kleines bisschen an, dass wir so ungefähr auf der Höhe vom Funnelloch rauskommen. Und dann war es das auch schon mit dem Kopfbau zum Tabak. Ich finde jetzt weder das eine noch das andere besonders schwierig oder einfach. Ich finde, das gibt sich eigentlich nicht viel. So würde ich das jetzt lassen. Ich gehe dann gleich nochmal über den Rand drüber, bevor die Alufolie drauf kommt, dass da auch nirgendwo direkt was drunter hält. Und so würde ich dann den Tabak bauen. Noch Alufolie drüber, Lochen, Kaminsieb drauf, fertig. Aber so passt das auf jeden Fall. Ja, wir machen mal Kohle an, machen noch Alufolie drüber und dann sehen wir uns gleich beim Rauchen wieder. So, den Kopfbau habt ihr gesehen. Wir haben versucht, das möglichst gut in dem Zwiespalt zwischen relativ ähnliches Setup und gutes Setup für jeweils Steine oder auch Tabak zu haben. Wir haben die Kohlen jetzt schon ungefähr 3, 4, 5 Minuten drauf und nehmen jetzt beide den ersten Zug. Wir haben beide noch nicht dran gezogen. Beim Warren zur Erinnerung in dem grünen Kopf, da sind die Steine an und bei mir ist der Tabak an. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach mal beide den ersten Zug und gucken mal, ob da schon irgendwas geht, ob schon irgendwas Temperatur hat und so weiter. Also bei dir kam mehr als bei mir raus schon mal. Ein klein wenig, aber man muss auch dazu sagen, du hast jetzt den tieferen Kopf, den 80 Feet, und ich habe den flacheren Kopf. Wer weiß, ob das nicht relativ ähnlich wäre, wenn wir denselben Kopf hätten. Also, weiß ich nicht. Also ich muss auf jeden Fall ganz klar sagen, selbst schon beim ersten Zug merke ich auf jeden Fall einen gewissen Geschmack. Also es schmeckt auf jeden Fall schon sehr süß. Mhm. Ja, bei mir auch. Und ja, natürlich, die Rauchentwicklung ist nicht da. Noch nicht, ne. Aber hoffen wir, das ändert sich noch. Es kratzt nicht, es ist gar nichts. Also, ja, also bei mir nicht. Vom ersten Zug her auf jeden Fall auch sehr, sehr angenehm. Das kommt schon so eine schöne, leichte, schwarze Traube nur drüber, aber noch nicht so viel. Ich würde sagen, wir rauchen das Ganze jetzt mal in Zeitraffer an und falls sich irgendwas Bedeutendes ergibt, dann sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt so halbwegs angeraucht. Ich glaube, ein kleines bisschen geht immer noch, aber das erste Anrauchen ist auf jeden Fall durch. Es ist
sehr, sehr schwer zu beschreiben. Wir haben eben schon die ganze Zeit untereinander gesprochen, wie man das denn jetzt am besten beschreiben soll, damit ihr das verbal halbwegs so versteht, wie das halt jetzt eben schmeckt. Und ich muss sagen, also erstmal ganz subjektiv, was gefällt mir besser, muss ich sagen, ist der Tabak. Warum? Weil ich bei dem Tabak eher das Gefühl habe, den Geschmack präsent im Mund zu haben. Bei den Steinen kommt das für mich so rüber, als hätte ich den Geschmack beim Ausatmen auf der Zunge. Aber sobald ich ausgeatmet habe, ist der auch verflogen. Er ist süßer, er ist leichter. Und bei dem Tabak habt ihr diese Süße von der Traube noch deutlich länger auf der Zunge. Und auch das Menthol kommt noch ein Ticken besser rüber, finde ich. Also ich finde die Steine fast nicht kalt, muss ich sagen. Sie sind fruchtig frisch auf jeden Fall, aber sie sind nicht mentholig. Also ihr habt keine Mentholnote danach im Mundraum. Beim Tabak finde ich schon. Ja. Nicht viel, aber auf jeden Fall mehr als bei den Steinen. Geschmacklich relativ ähnlich. Auf jeden Fall beides eine süße schwarze Traube. Schmeckt auch gut. Aber ich finde, der Tabak hat einfach was. Ich weiß nicht, ob es jetzt Placebo ist. Ne? Also nur unser ganz subjektiver Eindruck hier heute. Wir testen das auch zum ersten Mal so jetzt bei der Sorte so im Vergleich, so direkt nebeneinander. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Und ich wüsste gerne, ob ich auch in einem Blindtest den Tabak rausschmecke und aussuchen würde. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ganz klar so, dass ich finde, so irgendwie die Steine, die schmecken für mich so, als würde ich irgendwie so, ja, so Richtung Mao-Am gehen oder sowas. Vielleicht da irgendwie, ja, eine Traube, Traubensüßigkeit essen. Und beim Tabak ist es für mich wirklich so, dass ich halt so merke, so, ja gut, also ich finde, das schmeckt mir einfach, dass es Tabak ist. Das ist halt einfach, man hat es auch länger im Mund. Also irgendwie bei den Steinen ist es halt wirklich so, man raucht sie und denkt, man würde einfach nur Luft mit Geschmack ziehen. Also man merkt auf jeden Fall den Geschmack, der kommt auch ziemlich gut rüber. Finde ich aber bei den Steinen auch ein bisschen so parfümiger, süßlicher, ja, als dann doch bei der Traube, die noch süß und aber auch ein bisschen herb ist. Also dass die halt eher so ein bisschen authentischer ist. Und hier ist es einfach wirklich so künstlicher. Meiner Meinung nach. Aber nur ein Ticken, oder? Ja, so ein Ticken, der aber halt trotzdem was ausmacht. Ja. Wenn man halt mal so tauscht und so, dann merkt man es einfach ein bisschen. Ich hatte eben noch die kleine Idee, weil die Molasse, also ich meine, wir wissen es nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, die Molasse ist, denke ich mal, exakt dasselbe. Nur das Trägermedium ist eben unterschiedlich. Und da würde ich auch sagen, eventuell haben die Steine einfach ein anderes Verhalten, wenn du ihnen Hitze aussetzt, wie sie wann welche Teile der Molasse eben verdampfen lassen und dadurch eben der Geschmack zustande kommt, als das der Tabak machen würde. Und ich glaube, das ist eher der Unterschied, weil so viel von dem Grundmedium an Tabak merke ich jetzt im Geschmack nicht. Warren hat schon recht, man hat da auf jeden Fall eine gewisse Grundnote dabei. Aber ihr wisst ja, wie das ist bei dem schönen hellen Virginia-Tabak, der eben bei Hukain benutzt wird, merke ich da auf jeden Fall nicht so viel. Bei dem Hin- und Herwechseln hatte ich jetzt auch keinerlei, bei dem geht das irgendwie in den Kopf oder so und bei denen dann gar nicht. Nee. Aber da muss man halt auch dazu sagen, so ein normaler Virginia-Tabak, der macht halt bei uns auch nicht mehr viel. Also da kriegen wir jetzt keinen Nikotin-Flash oder sowas. Ich merke da einfach nichts mehr vom Nikotin. Man muss aber auch dazu sagen, dass einfach der Tabak, so wie wir ihn jetzt da haben, der ist gut eingezogen. Also ja, ihr habt noch teilweise ein bisschen Molasse übrig, aber es ist einfach so, dass der Tabak wirklich gut eingezogen ist. Er kratzt nicht, er drückt nicht. Also er hat auf jeden Fall lange genug gelagert, damit er wirklich rauchbar ist. Weil es gibt ja auch teilweise andere, die dann einfach nicht so lange liegen und dann einfach drücken oder sowas. Ja. Bei dem gar nicht. Also es läuft richtig locker flüssig. Es ist nicht ein Tabak, den wir sagen würden, der könnte drücken oder sowas. Nee, auf jeden Fall 1A vom Grundmedium her. Ich würde gerne nochmal den kleinen spontanen Blindtest machen, dass mir der Warren jetzt einfach mal entweder die Steine oder den Tabak unter die Nase hält und ich versuche mal, nachdem ich beide gerochen habe, in der mir unbekannten Reihenfolge zu sagen, was ist. Und ich bin selbst mal gespannt. Ich habe es jetzt auch noch gar nicht vorher getestet und geguckt, ob ich einen Unterschied rieche. Würde mich nur mal interessieren, deswegen keine Ahnung. Ich mache einfach mal die Augen zu und ihr vertraut mir da. Und du sagst mir, wenn du da ready bist und ich riechen kann. Das ist bestimmt der Tabak. Vom Sound her ist das der Tabak. Achso. Mhm. Gut. Nochmal das andere. Okay, also das, was ich eben unter der Nase hatte, war auf jeden Fall ein bisschen herber. Bei dem anderen kam... Kann ich die Augen aufmachen? Hast du es irgendwie weg oder sehe ich noch... Okay. Also,
Das letzte, was ich unter der Nase hatte, was ich zweimal gerochen habe, war kälter. Das andere war süßer. Mhm. Aber was da jetzt was ist, ich würde sagen, das kalte war der Tabak. Ja. Ja? Du hast zweimal den Tabak gehabt und einmal die Steine. Krass. Ich wollte dich noch so ein bisschen verwirren, weil ich dann einfach so gemacht habe. Aber... Also ich wusste jetzt nicht, was du wann mir unter die Nase gehalten hast, aber okay, dann würde ich auch sagen, bei den Steinen riecht man auch ein bisschen weniger das Menthol raus, was sich im Geschmack auch widerspiegelt, finde ich. Also ich würde sagen, ich nehme mal einen Zug vom Tabak und dann tauschen wir nochmal. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall für mich persönlich ganz klar, also wir haben ja auch gerade eben durchgetauscht und dann habe ich einfach gemerkt, dass es einfach nicht so kühl ist. Also hier bei dem ist es einfach wirklich eher diese fruchtige Note, die auf jeden Fall am Start ist. Und ja, auch so ein von diesem Grundträger, was du gesagt hast, finde ich, schmeckt man schon raus, dass es Tabak ist. Also ich finde da auf jeden Fall schon einen guten Unterschied bei. Also jetzt, wo es angeraucht ist, muss ich auch ganz klar sagen, bei den Steinen kommt das Menthol viel, viel weniger rüber. Oh ja. Also der Tabak ist viel kälter, deutlich kälter, als ob da kein Menthol dabei wäre bei den Steinen und bei den Tabak aber schon Menthol am Start ist. Also die sind einfach nur fruchtig frisch und das ist wenigstens, also das ist wirklich fruchtig kalt, würde ich sagen. Ja, dann merkst du wirklich, okay, da ist Menthol. Bei den Steinen nicht so. Wollen wir einen kleinen Rauchvergleich machen? Ziehen wir einfach mal den Fuß und Kran nach vorne. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das unbedingt was gibt. Das sah relativ ähnlich aus. Ich meine, ihr könnt es einfach mal in die Kommentare reinschreiben, bei wem es jetzt gerade mehr geraucht hat. Also ich hatte gerade die Steine hier in der Alpha. Seht ihr auch an den Mundstücken. Ne? Das weiße Mundstück ist immer von dem grünen Kopf, also den Stein. Das weiße Mundstück und das Glasmundstück ist immer der Tabak. Also ich finde, beide rauchen auf jeden Fall zu Genüge. Aber das, was du auf jeden Fall gesagt hast, so die Kälte, ist einfach ein entscheidendes Kriterium. Gerade jetzt, wo wir das jetzt getauscht haben, merke ich es auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall eine ganz andere Frischnote am Start ist. Also bei dem merke ich fast gar nicht. Ja. Also es ist so, ja, Luft mit Geschmack würde ich das beschreiben. Ja, man merkt auf jeden Fall nicht viel beim Rauchen, auch sehr, sehr angenehm in der Lunge auf jeden Fall, die Steine. Aber auch der Tabak, also da will ich das jetzt sogar eher auf das Menthol schieben, dass man da doch eben was spürt in der Lunge und im Mundraum. Aber ansonsten, ja, so vom und kleinen Fazit her würde ich auf jeden Fall, was hast du noch? Eine kurze Frage. Wenn du jetzt mal gerade hier beide am Laufen hast, welche würdest du lieber rauchen und je nachdem, wie deine Frage ausfällt, wobei ich jetzt glaube, dass ich es weiß, würdest du dir auch öfter mal einen Steinkopf, also ein Steinchenkopf anmachen oder nicht? Also ich finde die Steine auf jeden Fall nicht schlecht vom Geschmack. Deswegen würde ich nur vom Geschmack her und von der Rauchentwicklung und wie es sich anfühlt beim Rauchen, würde ich auf jeden Fall sagen, kann man machen mit den Steinen. Was bei mir interessant wäre, ist, ob ich, wenn ich jetzt mal einen Tag lang nur Steine rauche, irgendwie merke, so okay, du hast keinen gescheiten Shisha-Tabakkopf geraucht, so hast du dann Bock auf Nikotin, fehlt dir was, hast du nach drei Steinköpfen trotzdem immer noch Bock, geht dieses Verlangen nach einer Shisha einfach nicht weg oder bleibt das? Das wäre auf jeden Fall mal ein anderes kleines Experiment. Da könnte man vielleicht mal so ein 3-Tage-Selbstexperiment draus machen. Irgendwie 3 Tage nur Steine bzw. nikotinfrei rauchen und gucken, wie das dann so ist. Aber ich glaube, da spielt auch viel der Placebo mit. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt die Steine geraucht. Wir haben von der einen Sorte Steine und Tabak. Und ich muss wirklich sagen, für Leute gerade, die halt jetzt auf Nikotin verzichten wollen, finde ich die Steine gar nicht so eine schlechte Alternative. Also ich finde, die laufen eigentlich echt gut. Hatte ich deutlich schlechter in Erinnerung? Wir hatten es deutlich schlechter in Erinnerung. Gut, wir haben jetzt auch nicht so lange geraucht, wie wir es sonst mal probiert haben. Deshalb, da werden wir einfach jetzt gleich noch nach dem Video einfach mal gucken, wie es sich so verhält. Weil wir rauchen die Köpfe einfach tot und dann wissen wir es. Ja. Aber so an sich finde ich es auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, gerade für Leute, die auf Nikotin verzichten wollen. Und gerade auch, ja, für Leute, die einfach jetzt vielleicht nicht 18 sind. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade für die ist das natürlich super interessant. Da ist kein Nikotin drin, es ist keine Tabakware, deswegen ist es nicht ab 18. Aber um die grundlegende Frage zu beantworten, mit der wir das Video ja angegangen sind, schmeckt man einen Unterschied zwischen Stein und Tabak?
Und da muss ich sagen, die Antwort auf die Frage ist ganz klar ja. Es verhält sich auf jeden Fall ein bisschen anders. Vom Rauchverhalten her ist beides trotzdem sehr, sehr angenehm. Vom Geschmack her ist beides gut. Aber Tabak schmeckt auf jeden Fall einen Ticken anders. Ich würde sagen, das liegt jetzt weniger... Ja, das ist ja mit Bye-Bye anders. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man definitiv einen Unterschied zwischen Stein und Tabak merkt. Aber beides ist auf jeden Fall gut und beide sind lecker. Und das wäre so mein Fazit. Wie siehst du das? Ja, ich finde auf jeden Fall, ja, man schmeckt klar einen Unterschied. Bei dem einen habe ich irgendwie das wirklich das Gefühl, als würde ich Tabak rauchen. Bei dem anderen ist es halt einfach so aromatische Luft. Ich würde es einfach... Sehr leicht, ja. Ja, es ist einfach sehr, sehr leicht. Es ist nicht, es ist so... Ja, du atmest aus und denkst so, hey, cool, es kommen gerade Wolken bei deiner normalen Atemluft raus. Mhm. Und nicht, dass du gemerkt hast, dass du was geraucht hast. Also ich würde auf jeden Fall so sagen, vom Merken, dass man geraucht hat, ist es auf jeden Fall der Tabak auf jeden Fall vorne. Bei dem ist es halt eher nicht so, aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem sehr lecker und ich bin positiv überrascht darüber, wie gut die Steine laufen. Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben die jetzt schon ein bisschen länger an und es läuft eigentlich ziemlich gut. Bei den letzten Steinen, die wir getestet hatten, da war das so, dass die 20, 25 Minuten echt gut geraucht haben und dann war praktisch komplett Ende auf einen Schlag. Also da war die Molasse raus und dann kam da kein Rauch mehr, dann kam da kein Geschmack mehr. Und bei denen ist das bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut und mega angenehm. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass für mich die Steine persönlich süßer rüberkommen. Also es ist eher wie eine Süßigkeit und bei dem anderen eher schon, als würde man einfach eine schöne Traube rauchen. Also die Traubenote von dem Tabak ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Bei beiden, bei dem ist es einfach nur so ein bisschen künstlicher, süßigkeitsmäßiger. Ja. Also auch deine Antwort auf die Frage, merkt man den Unterschied zwischen Steinen und Tabak? Ja. Man merkt einen. Definitiv. Obwohl Tabak und Steine aus demselben Haus sind, merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Falls ihr euch die Frage schon mal gestellt habt und wir die hiermit beantworten konnten, sehr, sehr nice, freut uns auf jeden Fall. Falls euch der kleine Vergleich gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, lasst unten gerne noch ein Abo da oder einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video oder vielleicht mal in einem Livestream auf YouTube wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.